Gut eine Woche vor der Wahl deutet alles auf ein knappes Rennen hin. Das ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen, also denkbar knapp. Und Kopf-an-Kopf heißt wirklich, wer kann am besten am Ende mobilisieren. Und deswegen macht es die letzten zwei Wochen noch mal richtig Spaß, durchs Land zu touren. Weil wir auf die Leute zugehen müssen, wir können nicht darauf warten, dass die auf uns zukommen. Mal gucken die Leute noch ein bisschen skeptisch, oh, was will der von mir, aber sobald man eben sagt, wer man ist und sagt, dass man für die Politik unterwegs ist und auf die Wahl am 7. Mai hinweist, dann bricht schnell das Eis auf. Die Leute sind wesentlich offener, bereit für ein Gespräch, freundlicher auch, da es natürlich auch ihre Privatsphäre ist. Also wesentlich besser als am Infostand. Da wir immer sagen, dieser Wahlkampf wird anders, müssen wir auch was anders machen. Wir müssen mehr auf die Leute zugehen. Am Ende des Tages, sag ich mal, kommt es auch darauf an, dass man sagt, so, ich gehe jetzt los, nehme meine Sachen und jetzt rocken wir das.